Shalom Aleichem. Wir befinden uns in einer See. Und heute ist 15. Teves. Und wir lesen dem Hayom Yom. Jeden Ort, wo man kommt, muss man den Platz ein bisschen heiligen. Und Gdusha in dem Ort bringen. Gerade in so einem Ort, wo überall hier sind Tiere mit vielen Funken, Affen, Wildschweine, Lama. Alle Tiere sind hier rum und rum. Sollen Sie hören ein bisschen die Vre Torah von Hayom Yom. Torah, Or, Dibur, Amatril, Oisrei, Sifa, Amatril, Vinezeu, צריך לומר, ועלאת ניצוצות שנפלו אפילו הבהמות, התעלו כמו שהיה בתחילת. Die verlorene Funken, die Affen haben gerade genommen ihre Mittagessen von der Hand. Hani, 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 der Affe kommt! Astilo Chaticha! הם לא חייבים לאכול גלת כשר, אבל הם רעבים. זריקי להם משהו קטן. Gut. Also, steht geschrieben. Guck mal, was läuft hier auf den Seiten. Unglaublich ist hier. Tiere. Überall. Und hier vor mir sitzt ein kleiner Affe. Seht ihr? Ein Affe auf dem Baum. In jedem Fall müssen wir Torah lernen. Jeden Tier hat seine Funken zu sortieren. Es ist interessant, hier sehen wir ein Tier, das ist der Wildschwein. Und die haben in 4 Monaten, die sind schwanger. Und da bekommen sie manchmal bis 5 Babys. Es gibt keinen Zufall. Steht geschrieben, dass in Ägypten sind geboren 6 Kinder in einem Bauch. Und manche glauben nicht, dass es ist möglich. Aber wir sehen hier, wenn Schweine können bekommen, einmal in 4 Monaten 5 Kinder, dann konnten sie auch beim Auszug in Ägypten auch bekommen, so viele Kinder. Gut, zurück zum Lernen von Hayom Yom. Siehst du, wenn man beginnt zu lernen, gleich kommen alle Tikkunim zu stören. Hasketu Shma Israel, höre Israel. Diese Zeit ist die Zeit von der Geula nach Mashiach Tzidkenu. Und die Leiden, die wir haben jetzt in der Welt, das ist die Wehen. Vor dem Geburt gibt es so Wehen. Und das ist die Wehen von Mashiach. Und En Israel Nigolin Elo Bitschuwe, nur wenn wir kehren richtig zu Hashem, Hashem wird uns lösen. Alta aminu le nevia sheker. Glaub nicht an die Lügenpropheten, die euch versprechen Erlösung und Trost nach dem Ende vom Krieg. Steht geschrieben in Jirmia, Kapitel Judzain, 17, Pasuk 5. Gedenke Dvar Hashem, Sichu Dvar Hashem, gedenke das Wort Gottes.
Orur agever asher iftar boodom vesom bosor zroi umin Hashem yosru liboy. Nicht gesegnet, oder besser zu sagen verflucht, ist der Mensch, der schenkt seine Vertrauen an Menschen. Und er legt ein Fleisch sein Hand. Also an Menschen gibt das keine Vertrauen, nur an Hashem. Und wenn ein Mensch hat nur Vertrauen an Menschen, von Hashem wird sein Herz weggehen. Und so steht geschrieben, Shuvo Israel ad Hashem Eloikecho, gedenke Hashem, kehre Israel zu deinem Gott und vorbereite dich und deine Familie und alle, um zu bekommen Moschiach Tzidkeinu. Und wenn Moschiach wird kommen, werden wir alle Nitzotzot überall von der Welt aussortieren. Das ist der Ayom Yom. Und weil wir sind gekommen hier zu diesem Park, wir sind gekommen, um die Funken, um die Nitzotzot von diesem Park ein bisschen zu zeigen. Und wir sehen, wie schön ist die Natur, wie groß ist die Welt. Und es gibt hier Hunderte von Schmetterlingen, die gehen überall. Und es ist sehr, sehr schöne Sache. Shkoyach.